feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Mode damals und heute. Vom farbenfrohen Kleid aus den 50ern bis hin zur trendigen Trachtenmode aus der aktuellen Herbst-Winter-Kollektion. Im Seniorenwohnheim Maria Lankowitz gab es vor kurzem einen bunten Querschnitt aus 60 Jahren Modegeschichte zu bewundern. Der Anlass dafür war eigentlich, dass vor 2 Jahren haben wir unser Seniorenwohnheim eröffnet hier in Lankowitz. Die Bewohner sind gekommen mit ihren Lebensgeschichten, mit ihrem gesamten Lebensinhalt. Und es waren wunderschöne Geschichten, die sie uns erzählt haben. Wir sind zusammengewachsen und wir haben mit ihnen gelacht und geweint. Und das Schöne war, sie haben halt immer so Wünsche gehabt. Und der größte Wunsch war, das Leben von außen in unser Seniorenwohnheim hineinzubringen. Und da ist eigentlich so ein bisschen die Idee entstanden, man könnte ja mal so eine Zeitreise durch die Modewelten machen und organisieren. Aber nicht nur die Idee der Modenschau an und für sich war etwas Besonderes, sondern auch die Models selbst. Unsere Models sind von 3 bis 96 und es ist eine wunderschöne Dynamik und wir präsentieren Mode von Anna Dazumal und von Trachten Bachertz und von Weber Renate in Volzburg. Am Laufsteg waren übrigens nicht nur die Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenwohnheims anzutreffen, sondern auch Schülerinnen der Fachschule Maria Lankowitz, Kinder des Villahafner Kinderchores und einige namhafte Männermodels, die vor ihrem großen Auftritt augenscheinlich doch ein wenig unruhig waren. Was auch teilweise die Antworten auf die Frage nach dem Befinden widerspiegelten. Nervös? Ja, es ist so. Wir sind halt alltäglich, dass man präsentiert wird, kann man fast sagen. Ja, auf das bin ich ganz besonders stolz. Nicht? Aufgrund meiner Schönheit haben sie mir ausgesucht. Bist schon aufgeregt? Ja, irrsinnig, irrsinnig. Sehr gut, mit leichter Anspannung. Man muss 72,5 Jahre werden, um diesen Beruf auch auszuüben. Aber natürlich verschlägt es die männlichen Nachwuchsmodels nicht nur dann ins Seniorenwohnheim, wenn es gilt, eine Modenschau zu bestreiten. Ich werde immer wieder eingeladen. Wir machen ja auch die Geburtstagsgratulationen von der Gemeinde hier und ich bin monatlich bei der Geburtstagsfeier eingeladen. Ich habe sogar schon gesungen da mit der Paula, mit der Halla Paula, ne, die ja alle bekannt ist. Ne. Wir feiern jeden Donnerstag hier eine Andacht mit unseren Senioren, mit unseren Kranken, die hier wohnen und da kommen immer so bis 40 Leute und das ist gut angekommen. Die Andacht und die freuen sich. Die warten auch ungeduldig auf den Fahrer, weil ich komme immer so circa 5 Minuten zu spät. Es war eine Modenschau der besonderen Art, bei der nicht unbedingt die Mode, sondern vielmehr das Miteinander im Vordergrund stand.